Ich telefoniere mit Mr. Hans. Und Hans, gehen während ich des hab mal ne dahin. Bitte. Gleich zum Geschäftlichen. So mag ich das. Je mehr gibt es 0,25 Stunden laut Vertrag. Wirst du pro Stunde bezahlt? Oder hast du so einen Pauschalvertrag für gewisse Supportleistungen und alles drüber hinaus kriegst du ein Extra? Ich muss zu einer Party, sobald der Black Sapphire steigt. Lust auf ein Tänzchen mit dem Teufel, was? Der Sapphire ist ein Pur nach Aufwand. Türkisch. Kannst da nicht ohne Nett. Einladung rein. Im Gegensatz zum, sagen wir, Konpecki Plaza. Irgendein Weg muss er. Was los? Ja. Easy. Also, was ist dann passiert? Hans, ich habe eine Bitte. Gleich zum Geschäftlichen. So mag ich das. Ich muss zu einer Party, die bald im Black Sapphire steigt. Lust auf ein Tänzchen mit dem Teufel, was wie? Das Sapphire ist uneinnehmbar und türkisch. Du kannst da nicht ohne Einladung rein. Im Gegensatz zum, sagen wir, Konpecki Plaza. Irgendein Weg muss es geben. Okay, ich will offen sein. Eine handgeschriebene Einladung geht nicht. Aber ich finde eine Lösung. Dafür brauche ich aber etwas von dir. Was denn? Ruf ist wie eine Währung. Ihr Wert ergibt sich aus dem gemeinsamen Vertrauen und das schwankt. Verstehst du? Schon klar, worauf du hinaus willst. Ich soll helfen, deinen Ruf zu verbessern. Genau. Erledige ein paar Aufträge für mich. Gib meinem Ruf in Dogtown einen Booster. Dann gehören die Pläne des Black Sapphire dir. Das wäre alles. Okay, Hans. Abgemacht. Wie erfreulich. Auf Wiedersehen, wie? Okay. Drei Aufträge. Hey, für den Gig ist alles geritzt. Heute Abend im Red Dirt. Hast du mit Carrie gesprochen? Er macht keinen Rückzieher oder so? Nein, auf keinen Fall. Er ist total geheim. So habe ich ihn seit den Silverhand-Tagen nicht mehr gesehen. Du konntest Danny... Ich suche nach einem Weg rein, aber es sieht nicht gut aus. Hansen ist ein gerissener alter Hund. Bin zu günstig, plane zu April nochmal um x% zu erhöhen. 18,18%. Was eine absurde Zahl ist das. Wie kommst du auf 18,18%? Besonders mit dem Hintergrund, dass ich anderweitig mehr Geld verdienen muss, damit sich mein Mitarbeiter dann auch lohnt und mehr für mich übrig bleibt. Ja, du musst ja... Das ist ja knallhart berechnend, ne? Was kostet dich denn der Mitarbeiter pro Stunde? Was war denn das Ergebnis von dem Steuerberater? Nicht überreden? Nein. Hab alles versucht, aber nein. Na gut, dann bis heute Abend. Um deine Gitarre musst du dich nicht kümmern. Hab das Equipment schon zusammen. Eieiei. Was sie nicht alles haben. Minotaurus, Wyverns, Exoskelette. Das macht ja Mut, vor allem wenn ein Superspion das sagt. Platz 3,8 brutto, ohne Auto, Werkzeug, Diesel und so weiter. Das ist dann sein Gehalt und deine Arbeitgeberanteile, ne?
Ja, genau, einmal gesamt inklusive AG-Spezialabgaben. Ja. Ja. Das ist schon eine Summe. Was würdest du ihn dann machen lassen? Würdest du ihn dann die Störungen machen lassen oder eher das, was du gerade machst? Oder beides? Das ist das Geschäft deines Lebens. Ich bereue es schon jetzt. So, gehen wir mal shoppen, nicht? Hab noch drei Generatoren. Er wird dann nur für die Entstörung da sein, damit ich wieder mehr Zeit habe. Okay, ja. Why not? So. So, das sind alles die Pistolen. Ich habe hier den von mir gemoddeten. Hat halt nur 3 Slots. Das ist halt kacke. Ich möchte 4 und am besten leer. Dafür brauche ich, glaube ich, einen Blueprint dafür, ne? Dass das mal klappt. Also wirklich. So, die Ginger kommen weg. Die Sturmgewehre definitiv. Schrotflinten, der Tech-Revolver auch. Der nicht. Die Maschinenpistole. Tech-Pistolen. Smart-Pistolen. Liberty brauche ich auch nicht. Schrotflinte, Maschinengewehr. Tech. Das ist meine Waffe. Präzision. Das Scharfschützengewehr ist besser. Kacke, hier ist ein Mod drauf. Hier ist ein Mod drauf. Das Schöne ist nämlich, ich habe hier keinen Mod drauf, den ich nicht brauche. Der Thermalschaden ist natürlich super, aber brauche ich gar nicht. Ich werde ihn dann auch richtig trimmen und ausstatten, also auch die Arbeit qualitativ anheben, da mir ja in erster Linie nur die Zeit im Nacken hängt. Er bekommt auch meinen Schulungsplatz und im besten Fall sponsert die AFA mir seine Schulung und eventuell 1 bis 2 Monatsgehälter. Ja, klingt alles klasse. Und das Einzige, was du eigentlich dann nur noch brauchst, ist jemanden, der das macht für dich, der auch wirklich zuverlässig und gut ist. Zumindest was, ja, grundsätzlich so ist, ne? Wenn du so eine Schlaftablette bekommst, ist halt echt scheiße. Verkauft nicht einer von euch einen Blueprint dafür? Das ist ein Power-Revolver. Ich brauche so einen Power-Revolver nicht. Hm.
Leider nicht. Leider nicht. Ist ja auch ein Ripper-Dog. Ja, war auch ein Ripper-Dog, oder? Ja. Denn wir haben ja auch einen Handslot, den ich jetzt ausrüsten kann. Ne, ich werde einen Kollegen einstellen. Ich weiß, ist eine scheiß Idee, aber ich weiß, was ich da bekomme. Und er hat eine elektrotechnische Weiterbildung von seinem alten Arbeitgeber bekommen, was mir positiv in die Karten spielt. Was heißt, ist eine scheiß Idee? Also... Ich habe bei meinem Arbeitgeber habe ich vor 4 Jahren auch einen meiner ältesten Kumpel reingeholt. Das ist nicht per se eine scheiß Idee, auch wenn du dann sein Chef bist. Das kommt immer darauf an, wie die Person ist, wie du drauf bist, wie die Beziehung untereinander ist, wie das läuft und so. Dann ist das immer noch in Ordnung. Es gibt so viele Leute, Kumpels, die zusammenarbeiten und das läuft blendend. Was haben wir denn noch? Das Nachladen einer leeren Waffe lässt den nächsten Schuss einen Elektroschock freisetzen. Das wäre ganz praktisch, weil ich mit der Pistole ja doch schon relativ oft nachlade. Das habe ich schon. Erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Ahnung. Machen wir das mal. Ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meinem Setup. Nö, nö, das passt. Ja. Alex hat versucht, was über ihre Kontakte herauszufinden. Ja. Ich gehe eh davon aus, dass ich das mit Mr. Hans machen muss. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus. So, auch wenn die Frames jetzt ein bisschen kaputt gehen, ich renne hier mal ganz kurz raus. Weil hier drinnen ist halt echt schwierig. Muss man schon sagen. Du musst es so sehen, Akku. Bei uns, wir wollen definitiv erstmal nur auf freie Mitarbeiter setzen, also freiberufliche Trainer, die uns da unterstützen. Und das sind auch alles Leute, die wir kennen. Also Freunde, Bekannte, wie auch immer. Dementsprechend könnte man auch sagen, ja, das kann aber schwierig sein. Aber ja, am Ende auch nicht unbedingt. Ich liebe es ja, Netzwerkschränke zu planen und zu bestücken. Ich hoffe, ich kann alles so verbauen, wie ich es mir denke. So der kleinere, denn wenn du so einen kleinen Perfektionisten in dir hast, ja, dann glaube ich das sofort.
Und wenn deine Firma was größer wird, dann sorge ich irgendwann dafür, dass du als Externer uns unterstützt da oben. Bei kleinen Themen. Eieiei, ja gut, es ist auch schon, ne, 12:30, die Leute gehen ins Bett. Uiuiuiui. Ich hatte einen Albtraum. Meine Zündlunge wurde gehackt. Ich bekam keine Luft, wurde bewusstlos. Aha. Dann bin ich aufgewacht. Für meine Kundin Indira Baraza geht das dank einem Erpresser vielleicht weniger glimpflich aus. Der Drecksack heißt Milko Alexis. Arbeitet für die Voodoo Boys. Also reingehen, alle abknallen. Du weißt, was zu tun ist. Genauere Infos dazu schicke ich dir. Reingehen, alle abknallen, denke ich mal. Moin Jackie, hallöchen. Oh, da kann aber jemand gut Auto fahren. Ja, super, ne? Ja, ich habe so viel Geld. Die Versicherung macht keine Probleme mehr. Kaputt. Ganz kurz. Ach so. Na, Kacke. Jetzt haben sie mich gefunden. Okay, los geht's. Scharfschützengewehr. Du, meine Liebe, machst einfach mal das. Aber wie geht's dir, Jackie? Wunderschönen guten Abend. Dir wünsche ich, das wünsche ich dir natürlich auch. Wie geht's dir? Was hast denn du Feines gemacht? Machen wir nochmal ganz kurz. Das. Kingdom Come Deliverance. Tell me more. Da ist das Logo. Ja. Es ist die Friendly Fire Jogginghose. Und ich habe auch ein T-Shirt davon, aber das ist schmutzig. Schmutzig und dann kommt der Furz. Das ist so schön. Alles gut, bisschen müde so langsam. Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Ich sehe immer müde aus im Stream, aber in der nächsten halben Stunde oder so werde ich auch den Stream mal ins Schläfchen schicken. Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Was macht denn. Oh, fuck. Entschuldigung. Was macht denn dein Studium? Du. Hier, fang das an. Fang das einfach. In den Hintern. In the butt. Es ist schon die Uhrzeit. Jetzt kommt Buttstab. Das war's? Offensichtlich. Mist, ich werde wieder durcharbeiten. Ja, das ist, weil du verrückt bist, Akku. Du bist einfach verrückt. Meine Liebe, ich glaube, sie sollten ihr Knie untersuchen lassen. Das sieht nicht gut aus. Studium ist ja fertig, aber Ref klappt immer etwas besser. Die letzten beiden Unterrichtsbesuche waren beide im soliden Dreierbereich. Und damit die bislang besten. Okay. Ich stelle mir das komisch vor. Wie ist das Gefühl, wenn man nach dem Studium das erste Mal vor einer Klasse steht? So wirklich, wirklich. Muss sich das nicht absurd anfühlen?
Also ich halte ja selber Schulungen vor Erwachsenen halt. Nicht vor Schülern, also Kindern in der Art und Weise. Aber ich stelle mir das total absurd vor. Jetzt stehen noch zwei im Prüfungssemester an und dann kommen schon, was? Dann kommen schon nach den Osterferien irgendwann April, Mai, Juni oder Juli das zweite Staatsexamen. Das wird nochmal hart. Puh, also vor einer Klasse an sich geht eigentlich, aber so auf einmal nahezu alles alleine machen zu müssen, ist schon ein Schlag ins Gesicht. Das glaube ich, ja. Ja, es ist halt wie Autofahren, ne? Du fährst, es ist wie Autofahren. Du lernst ganz viel Theorie, dann hast du das alles hinter dir, super. Dann lernst du ein bisschen Praxis, aber es sitzt immer jemand neben dir, der dich an der Hand nimmt, so ein bisschen, ne? Und dann machst du deinen Führerschein, dann sagen die, los geht's. Und dann musst du alleine fahren. Das ist schon krass. Keine Ahnung, warum du brennst. Du hast ja Praktika, wo du von der Klasse stehst, aber da bereitest du im gesamten Praktikum ja 2 Stunden vor und hältst die. Im Ref übernimmst du ja dann auf einmal die Klassenkurse in dem Fach. Da bin ich auch super froh, dass ich das mit 17 gemacht habe, also mit dem begleitenden Fahren. Ah, okay. Ja, das habe ich nicht. Meine Geschichte dahinter ist es eigentlich ganz witzig. Also ich habe meinen Führerschein mit 18 gemacht und ungefähr zur Hälfte meiner Pflichtstunden fing ein Praktikum in meiner Ausbildung an. Das heißt, ich bin quasi ganz normal zur Ausbildung gefahren, habe abends meine Fahrstunden gemacht. Genau. Und dann habe ich meine Fahrprüfung, dann war dann irgendwann, keine Ahnung, Montag, Dienstag oder sowas. Und da hatte ich dann meine Fahrprüfung und bin dann halt morgens nicht zur Arbeit gefahren. Bin aber dann Fahrprüfung, habe die bestanden und bin dann zur Arbeit gefahren. Und komme halt dann um 11 Uhr oder sowas bei dem Betrieb rein. Und dann guckt mich der Chef nur an und sagt, wie war's? Führerschein bestanden? Dann habe ich ihm den Führerschein natürlich stolz wie Oscar gezeigt. Und er guckt mich an, gibt mir den Schlüssel vom Dienst-Kfz, so eine kleine Klitsche oder sowas. Und meint so, ja, das Auto muss immer gewaschen und getankt werden. Mach das mal. Ich habe meinen Führerschein in meiner Heimatstadt gemacht. Meine Heimatstadt hat 30.000 Einwohner. Drumherum sind nur Städte, die ich kenne. Das heißt, ich kenne die Städte, ich kenne die Straßen, es ist alles was kleiner. Mein Praktikum war in Köln. In der Nähe vom Kölner Zoo, ist auch egal. Das heißt, ich bin das erste Auto, in dem ich gesessen habe, nach meiner Fahrprüfung, also auch nach meiner Fahrstunden, weil das war ja immer das gleiche Auto, war ein Dienst-Kfz von einem Kleinstbetrieb in Köln, vom Praktikumsplatz bis zur Tankstelle, wo die Waschstraße ist, sind ungefähr 15 bis 20 Minuten Fahrzeit. Einfach nur, weil es kleine, viele Straßen sind. Aber es ist nicht weit. Es ist wirklich nicht weit. Der andere Praktikant, der was jünger als ich war, weil ich war ich ja schon über 18 und er war irgendwie 16 oder 15, so ein Schülerpraktikant. Wir sind beide in das Auto geschickt worden. Ich bin losgefahren. Wir waren 2,5 Stunden unterwegs. 2,5 Stunden bin ich durch die Gegend gegurkt, wie der letzte Volldepp. Weil
Weil es gibt so ein paar Dinge in Großstädten, wie in Köln, dass du auf gewissen Straßen ja einfach so einen U-Turn machen kannst. Das war mir absolut nicht geläufig. Das heißt, bei manchen Straßen, ich war halt dann, wo muss ich reinfahren? Keine Ahnung, weiter geradeaus gefahren, ich hätte aber rechts gemusst. Das heißt, du musst wenden. Aber wie wendest du? So ein U-Turn war mir komplett nicht geläufig. Ich habe das schon mal gesehen und war auch schon mal in Autos, wo das passiert ist. Aber ich war so lost in meinem eigenen Kopf weitergefahren. Du bist 30 Mal im Kreis, oder? Nicht unbedingt. Irgendwann, nach, keine Ahnung, einer Stunde gefühlt, haben, also wir hin und her, und wir haben einfach keine Einfahrt in diese verschissene Straße gefunden. Und auch keine andere Tankstelle. Deswegen war es komplett Banane. In dem Moment, wo ich irgendwann ein Schild "Sie verlassen Köln" gelesen habe, wurde ich panisch, weil ich gedacht habe, scheiße, du verlässt Köln. Jetzt ist komplett verloren. Ich war schweißgebadet, als ich wieder angekommen bin und das Auto abgestellt habe und gesagt habe, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ich fahre die nächsten 2 Wochen Bahn. Oh Mann, das tut mir so leid, aber witzig ist die Vorstellung auch irgendwie. Jetzt im Nachhinein lache ich ja auch darüber. An dem Tag, ey. Ich hab Blut und Wasser geschmiert. Also es war Albtraum. Sowas hatte ich auch mal in Hamburg. Auch Lappen fresh und total lost im Auto. Mit dem Auto in Hamburg, ja. Hamburg ist aber auch witzig, tatsächlich. Und jetzt bist du Taxifahrer, ne? Taxifahrer hat mich danach dann zur Autobahn gelotst. Ja, aber ja, witzig ist halt, dass du irgendwann ein Taxifahrer geworden bist. Verteidigungssystem wird aktiviert. 40%. Okay. Die Präsenz eines Lebewesens wurde. War eine schöne Geschichte. Jetzt kann ich mit gutem Gewissen ins Bettchen gehen. Habt alle noch einen wunderschönen Abend und später noch eine gute Nacht. Jackie, ich wünsche dir eine wunderbare gute Nacht. Ruh dich aus und mach was Schönes am Wochenende, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das Wetter wird. Ich hoffe gut. Mal gucken. Es kann nicht schlimmer sein als letztes Wochenende bei minus 10 Grad oder so. Entdeckt. Aktiviere Evakuierungsprotokoll. Notausgang geöffnet. Alter, was geht hier ab? Ich glaube nicht, dass ich da runtergehen kann, oder? Kann ich da runtergehen? Offensichtlich kann ich das doch. Smart-Pistole. Aha. Da in der Ecke, ich wollte gerade sagen, hier war doch was. Item-Komponente. Richtig Spaß. Power-Scharfschützengewehr. Aber nicht tödlich. So, Material für knapp 750 Euro bestellt und Kabel kommen noch. Der wird mich lynchen, aber er will es ordentlich. Ja, aber es muss auch ordentlich sein. Ein Netzwerkschrank muss ordentlich sein, sonst... Man muss es ja immer so sehen, ein Netzwerkschrank macht man nicht ordentlich für jetzt, man macht ihn ordentlich für die Zukunft. Wenn man dann nochmal ran muss,
geht alles schneller und einfacher. Werde ich irgendwen finden muss. Hier ist... Hey, hey, Vorsicht! Bin mit dem Runner verbunden. Siehst du das nicht? Nicht, dass er einen Querschläger abkriegt. Hey? Der Runner sieht nicht gesund aus. Der sieht überhaupt nicht. Netrunner, Erpresser, Mörder. Den mache ich kalt. Klar hat der Dreck am Stecken. Ach, Milko. Milko ist ein Niemand. Ein kleiner Fisch im Meer. Ich bin Agent Alain Noël, Netwatch. Spezialist für organisiertes Verbrechen. Wir können uns sicherlich einigen. Klar, und ich bin Lizzie Wizzy. Ich bin letztens einem Toon von dir begegnet. Der war auch hinter den Voodoo Boys her. Hast du ihn auch so nett begrüßt? Er hat angefangen. Wollte mir das Hirn rausbrennen. Deshalb höre ich mir diesmal gar nicht erst das Konzerngelaber an. Lass mich die Verbindung von Milko trennen. Na gut. Aber eine falsche Bewegung und ich leg dich um. Schon besser. Und jetzt dorm mir zu. Du kannst Milko nicht töten. Noch nicht. Okay, warum? Du willst mich aufhalten? Ich gebe mich schon seit Monaten mit diesem Abschaum ihr ab, um das ganze Netz aus Erpressern und Moddern wie Milko zu zerstören. Moddern. Aber dafür muss ich herausfinden, wer die Fäden in der Hand hält. Arbeitet dieser Milko für dich? Als Quelle? Ich häng mich dran, wenn er im Netz ist. Ich will herausfinden, wo er seine Befehle kommen. Komm, gib mir eine Chance. Ist dir nicht klar, wie viele Leute du so retten könntest? Ich kann nicht immer noch abknallen. Gibt es an der ganzen Küste Opfer. Milko ist nur einer der Runner für die Voodoo Boys. Sobald ich rausfinde, wer hinter dieser Operation steckt, Kann ich sie endgültig beenden. Ich brauche Milko. Sein Tod allein ändert rein gar nichts. Verstehst du? Dein Plan bringt meine Kundin um. Woher weißt du, dass das klappt? Weil ich ein Profi bin. So wie du auch. Einziger Unterschied? Ich stelle die Ordnung wieder her. Und du sorgst für Chaos. Dem sind die ganzen armen Säcke, die von den Voodoo-Boys gehackt werden, doch scheißegal. Diese Konzernfotzen sind alle gleich. Wollen bloß den nächsten Bonus und eine Beförderung. Na gut, dann zieh dein Ding durch. Huch! Aber wenn du das verkackst, oh Gott, bist du als nächstes dran. Du wirst es nicht bereuen. Ich gebe dir mein Wort. Ich muss mir irgendwann mal einen etwas entspannteren Follow-Alert ausdenken, der mich nicht am Ende immer umbringt fast. Vielen Dank für dein Follow, Gemüsefrau. Vielen, vielen Dank. Ach so. Ich warte jetzt einfach. Ich dachte... Die anderen kommen gleich. Warum? Ich will aber hier reingucken. Dann hat mit was hat man dir ins Hirn geschissen? Du warst an einem falschen Abwurf vom Wages dran. Das ist nichts Besonderes. Anne-Marie googelt Ingenieurin für Automatisierte und Robotik. Du solltest gehen. Die anderen kommen gleich. Ach ja, ist ja okay, ich gehe ja schon. Wie wär's mit dem? Ja, der ist viel, viel ruhiger. Viel ruhiger, so eine Trompete, so eine Fanfare. Gut. Oh, yes. Wie? Du errätst nicht, wer gerade angerufen hat. Oder vielleicht auch. Meine Leute bei Netwatch versichern mir, sie setzen Indira Barazza umgehend auf ihre Zeugenschutzliste. Ihr Körper und Verstand werden rund um die Uhr von Netrunnern bewacht. Kein lebender Hacker kommt jetzt noch an die Rand. Du hast für die Sicherheit deiner Kunden gesorgt und den Ruf deines Fixers beim Konzern verbessert. Ich bin dir dankbar und um einiges reicher. Dein Geld kommt gleich.
Auftrag erledigt. Ich mag Scharfschützengewehre. So. Ach komm, was soll der Geiz? Boom. Da-da-boom. Leider schießen die zu schnell und zu zielgenau, im Gegensatz zu mir. In den meisten Fällen. Du tust gar nichts. Schöner 3000er Crit auf den Kopf hier, ey. Zack. Mein lieber Freund, es gibt keine Verwundeten, die sind einfach tot. Assassine. Wer kennt nicht diesen ganz geheimnisvollen Sneaky-Assassin mit seinem riesen Scharfschützengewehr? Ne, wer kennt ihn nicht? Smart-Pistole. Dass es einfach Punkte gibt. Baseballschläger plus plus sogar. So. BD7A55. Da ist ein 1C. 1C 55 klappt nicht. 1C 55 BD. Ne, 1C 55 7A. Ja, 1C 55 7A BD. Jetzt habe ich die Warden aufgehoben, aber weiß gar nicht. Smart Pistole plus plus. Ich dachte eigentlich, ich kann Waffen verbessern, aber irgendwie habe ich das bis jetzt nicht gefunden. Oder kann man, Moment, kann ich Waffen verbessern, die ich selber hergestellt habe? Ist das vielleicht der Punkt dahinter? Gerade nutze ich die nur. Ich habe immer noch keine Liberty. Ach ja, und Stunden niederschreiben für die Rechnungsvorbereitung. Und dabei müsste ich mir dringend ein Faktura-Software suchen. Das würde ich dir ganz, ganz drastisch empfehlen, ja? Das immer händisch zu machen, ist kein Zustand. Ich kann nur ikonische Waffen upgraden. Ha. Scheint aber normal zu sein. Aber ich bin gut dabei. Eigenlob duftet.
So. Das hier passiert wahrscheinlich erst, wenn ich die Dingsmission habe. Gut, aber ich glaube, zum Abschluss von heute werden wir uns einmal ganz kurz dem Bandgig widmen. Dann findet das ein musikalisches Ende hier. Wobei ich auf dem Weg zum Portal oder zum Schnellreisepunkt was noch gut machen kann. Willst du die Keys noch prüfen? Ja. Also die prüfe ich, wenn ich offline bin. Geht das? Hi. Ja, Kniescheibe richten, weiterrennen. Na, wobei, lieber nicht, ne? Das fängt eine Mission an und es ist nicht einfach nur sprechen. Dann machen wir das lieber nicht. Ich doch da durchlaufen? Das ist der Achtel, hier war der Boxkampf, glaube ich. Irgendeiner Seite. Das eine oder andere Lied ist schon richtig geil. Moment, was? Ach so, ich habe die falsche Mission. Zack. Red Dirt Bar. Ist das eine, die auch aus Johnny Silverhands Erinnerung schon ist, die wir kennen könnten? Also wir jetzt vielleicht nicht, aber.